Nächstes Thema am heutigen Tag, verstopfte Siebmaschinen. Mache ich da was falsch? Was kann ich da besser machen, um das zu vermeiden? Verstopfte Siebmaschinen heißt in der Regel Steckkorn. Steckkorn hier, Korn fällt nicht durch, bleibt in der Masche stecken und verstopft die Masche, hat zur Folge A, das Korn ist verloren, B, die Masche ist verloren, die Masche steht nicht mehr zur Verfügung für nachfolgende Körner, um sich mit der Masche zu vergleichen. Und was kann ich dagegen tun? Das ist natürlich unter dem Überbegriff Abreinigung. Ich muss meine Siebmaschen regelmäßig frei halten von Überkorn. Da gibt es verschiedene mechanische Methoden dazu, mit Bürsten oder mit Klopfeinrichtungen. Ist so das Konventionelle. Moderne Maschinen sind da anders ausgestattet. Die haben, wenn frequenzgesteuerte Antriebe verfügbar sind, über die Regelbreite der Antriebe kann ich periodisch, je nach Bedarf, die Maschinen im hochfrequenten oder überfrequenten Bereich kurz laufen lassen. Erzeugt damit natürlich extreme Siebkräfte auf meine Siebmaschine, die dazu führen, dass das Steckkorn dann ausgeworfen wird, die Maschine sich wieder abreinigt und dann das offene Gerüst wieder zur Verfügung steht zum Vergleich für die nächsten Körner, um passieren zu können.